Dante schrieb einmal, Leiden vermählen uns mit Gott wieder. Leiden vermählen uns wieder mit Gott. Sie bringen uns zurück zum Ziel, egal was da passiert. Egal was geschieht, diese Dinge bringen uns zum Ziel zurück. Das Leben vergeht und dann etwas anderes kommt wieder. Und der Herr sagt, ich lebe und ihr sollt leben. In diesen Tagen werden so massiv die Leute angegriffen, da mit dem Tod konfrontiert. Die Tote werden gezählt. So viele Tote haben wir noch nie in den Medien gehabt, so viele Berichte von Toten. Da, der ist gestorben und der ist gestorben. Sterblichkeit ist die Voraussetzung für das Leben. Nichts zerfällt zu nichts. So ist, was wir in den, ja, wissen. Alles bleibt erhalten für Gott. Es muss ganz neu definiert werden und ganz neu verstanden werden. Wer Jesus kennt, wer Jesus sieht und so weiter, wer Jesus in seinem Leben hat, der sieht sein Leben mit ganz anderen Augen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Nur wer im Diesseits lebt, für den geht dieses Leben hier zu Ende und er sagt, was habe ich noch? Was bleibt mir noch übrig? Jesus sagt, wer glaubt, wer jetzt an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Glaubst du wirklich? Jesus hat sein Leben für dich gelassen. Und wir werden mitten im Leid, mitten im Trübsal, mitten im Drangsal, mitten im Elend von Gott getragen, von Gott geführt, von Gott gebraucht, ja, von Gott betreut, von Gott sogar bemuttert. Wie eine Mutter sich des Kindes erbarmt, so erbarmt sich der Herr unserer. Wir werden von Gott bewahrt, mitten im Leid. Wir werden von Gott versorgt, von Gott geliebt, von Gott umgeben. Halleluja. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, deine Hand ist über deine Kinder und über alle, die dein Wort hören und dir vertrauen. Und ganz besonders möchte ich jetzt all die Menschen dir hinlegen und einfach dir, dich bitten, berühre sie. Dein Wort, Herr Jesus, soll ihnen Mut geben, soll ihnen Lebenskraft geben, soll sie stärken, soll ihr Immunsystem, ja, kräftigen. Jetzt, Geist Gottes, komm über ihr Leben und mach sie fest. Mach sie unerschütterlich. Dein schützender Geist, allmächtiger Gott, komme über sie und vertreibe das Übel aus ihrer Nähe. Halt deine schützende Hand über sie. Deine Macht soll alle seelischen Angriffe, ja, zunichte machen, die auf dein Kind gerichtet sind. Diese feurigen Pfeile, diese listigen Angriffe. Halleluja. Herr Jesus, heile all die Vorerkrankungen und stell die Menschen wieder her. Gib ihnen innere Heilung und vergib die Schuld und Herr, und das mach sie willig, dass auch sie vergeben, so wie du ihnen die Schuld vergibst. Und für die Kinder Gottes sind alle satanischen Mächte gebunden. Jesus, du hast Satan besiegt, selbst wenn sie mit diesem Virus infiziert sind. Jesus, du bist stärker als dieser Virus. Der Arge darf sie nicht antasten. Wir sind ganz fest in deiner Hand. Wir fürchten kein Unglück. Wir sind getröstet in dir, allmächtiger Gott. Vater im Himmel, selbst wenn wir jetzt fallen, wir können nicht tiefer fallen als in deiner Hand. Unser Name ist im Buch des Lebens und dort kann uns niemand aus diesem Buch löschen. Dort kann uns niemand schädigen und etwas anhaben. Dort ist unser wirkliches Leben. Was wir hier leben, ist nur der Schatten. In deinen Armen, Herr, bin ich geborgen. Halleluja. Und hier noch ein paar Tipps. Bete mit, dass noch viele Menschen diese Botschaft hören und sich trösten lassen in dieser trostlosen Zeit. Bete mit, verbreite Osterfreude, wo du stehst und bist. Mach andere glücklich, ermuntere andere. Jesus lebt, Jesus ist Sieger. Er hat Satans Macht überwunden. Macht liegt in Jesu Hände. Verzweifle nicht, die Welt geht weiter. Dein Leben geht weiter, unser Leben geht weiter. Höre nicht so viel negative Nachrichten. Glaub nicht den Verschwörungstheorien. Nimm dein Kirchengesangbuch, das hat Gott mir dieser Tage gezeigt, und lies oder sing die alten Glaubenslieder. Sprich wenigstens ein Lobgesang. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Wie du warst vor langer Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Das, was den Alten damals geholfen hat, das wird auch dir und uns helfen. Auf dieser Welt herrscht eine große Not, ein großes Elend, aber dein Volk, Herr, das wird erlöst im letzten Moment. Du bist der Retter, der Allmächtige. Herr, deine Hand ist mit im Spiel. Du lässt die Deinen nicht fallen. Amen.